Ja, dann geht Groggel mal auf Spähmission und guckt mal eben nach engen Stellen. Ja, wie gesagt, hier direkt vor eurer Höhle gibt es zwei Stück, die sich sehr gut anbieten. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel Zeit ihr habt und wie viel ihr für eine Falle investieren wollt. Du weißt, dass wohl eine einzige Falle nicht sonderlich tödlich ist, wenn man sie nicht ausbaut. Das würde euch zwar ein bisschen Zeit erkaufen und ihn verletzen, aber ihn nicht töten. Also ihr könntet natürlich auch beliebig viele Fallen bauen, aber die dann nicht beliebig tödlich machen. Also du guckst es dir an, du siehst hier eine kleine Engstelle über diese, also es ist so eine natürliche Brücke, irgendwie so ein Stein, die da unterspült sind, so eine natürliche Furt. Und auf der anderen Seite auch so ein kleiner Pass, wo dann die Quelle dann raussprudelt aus dem Inneren des Steines. Und sich dann mit dem übrigen Bach von der Silbermine verbindet. Ja, dann würde ich den anderen diese Stellen zeigen und sagen, die sollen schon mal anfangen, da was vorzubereiten, weil ich würde mal gucken, wo der Feind sich befindet. Also ich würde wirklich mal vorgehen und ausspähen wollen, wie viel Zeit wir denn noch haben, bis der Feind wirklich hier wäre. Gut, dann eine Schleichenprobe und eine Sich-Verstecken-Probe. Und die ist konträr gegen die Sinnschärfe der Mordbrenner. 8 Punkte. Wurf wird Sinnesschärfe gewürfelt? Intuition ist das zweite. Intuition, werden sie sowas wie 14, vielleicht 15 haben. 3 bis 4 Punkte, die wir abziehen. 12er Schwernis müssen die toppen bei Grögelmorgel, ja. Und 5er. Es ist dunkel, das heißt, sie werden sich vor allem wohl auch auf das Hören konzentrieren. Da ist also deine Schleichenprobe besonders wichtig. Da hast du dann aber auch deine 8 Punkte gut. Und deine Sich-Verstecken-Probe in der Dunkelheit soll auch noch reichen. Aber es war wirklich knapp. Also du kannst ein bisschen dich nach oben tasten. Du machst das alleine, ne? Ohne dein Schwein. Ja, ja, weil das wäre halt zu laut. Ja, habe ich mir fast gedacht. Und du wirst feststellen, dass sie sich schon auf eine Pirsch-Mission begeben haben. Das Dorf grenzt ja relativ schnell dann an den Wald heran und sie haben dann die Spuren auch links und rechtsseitig des Baches aufgenommen. Ein großer Teil wird sich linksseitig aufhalten und von dort aus dann in die Wälder reiten. Aber sie haben sich groß aufgefächert. Also wenn du sie dir betrachtest, wie sie dann da durch den Wald streifen, das sind grob, ja, du würdest sagen, wie viele Meter sind das? 50 Meter, die sie zueinander aufhaben? Also sie sind in Rufreichweite, aber es wird viel Zeit dauern, bis sie diese 50 Meter dann überwunden haben, im Wald, in der Dunkelheit. Und vielleicht gehen sie jetzt auch in der Nacht noch an euch vorbei. Aber spätestens, wenn es hell wird, könnte es sein, dass sie dann diese Höhle entdecken. Und so streifen sie halt ein bisschen dann durch den Wald. Und du kannst dann auch die anderen warnen, während sie sich dann noch ein bisschen umsehen. Und die würden dann in einer allerersten Erkundungsmission, würden die sich sicherlich an eurer Höhle vorbei bewegen. Hier bei diesem Baumstumpf, ne? Wo? Hier ist ja der Baum. Wie kann ich hier was anzeigen? Leertaste. Ja. Diesen Baumstumpf. Kann ich den so manipulieren, dass wenn die von der Seite rüber wollen, das nicht sofort auffällt, weil es ja dunkel, aber dass der dann wegrutscht, dass dann einer, der da drauf läuft, sozusagen ins Wasser fallen würde? Den kannst du sicherlich manipulieren. Ja, würde ich sagen, eine Holzbearbeitungsprobe, dann würde der wegrutschen. Und du kannst dir mal angucken, der Fluss selber ist grob 3 Meter breit. Vielleicht, ja, vier Meter breit. Da kann man rüberspringen, aber wenn sie den Baumstamm benutzen, dann könnte man sich wirklich ein bisschen wehtun. Dann würde ich das mal versuchen wollen. Also den, ne, jetzt einfach nur irgendwie so ein bisschen grob aufgraben, dass der halt einfach wegrutscht, wenn da jemand drauf läuft. Gut. Ja, das kannst du noch schnell machen. Ich würde einfach mal sagen, würfel mal eine Holzbearbeitungsprobe und dann ist es tatsächlich Zeit, dass du dich zurückziehst, die anderen warnst, noch einmal kurz in die Höhle zurück und wenn die dann an euch vorbeigezogen sind, dass diese Mission, also sie werden wohl in 10 Minuten werden sie an euch vorbei sein, dann könnt ihr wieder rauskommen und graben, aber die werden auf alle Fälle wiederkommen. Ja, dann würde ich beim Rückzug halt noch versuchen, irgendwie grob meine Spuren zu verwischen.
Drei Punkte übrig. Auch die würde ich wieder konträr zu einer Körperbeherrschungsprobe würfeln. Aber das können wir uns angucken, wenn es soweit ist. Und gut, es schneit auf alle Fälle. Das ist dann auch nochmal rutschig. Aber du kannst dann nochmal deine Fährtensucheprobe nochmal würfeln, um deine eigenen Spuren wieder zu verwischen und zu den anderen aufzuschließen. Sieben Stück, alles klar. Ja, so kannst du nach kurzem Gespähe, nach kurzem Gegrabe wieder zu den anderen hinrennen und sie warnen. Also wir sollten noch mal in die Höhle gehen. Die sind nämlich jetzt bald hier, aber würden wahrscheinlich an uns vorbeilaufen, weil die Höhle nicht sehen. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Geht ihr vor, ich mach dann noch eure Spuren weg. Okay. Gut. Born, komm mit mir mit. Ja, wenn ihr euch wieder zurück in die Höhle zieht, um ja nicht gesehen zu werden, könnt ihr bereits erkennen, dass Kasim und Ronga sich hingelegt haben und schon schlafen. Der Ritter zieht und tut es ebenso. Ihr könnt die 10 Minuten warten und dann wieder nach draußen treten, wenn ihr mögt. Ja, ich würde dann wahrscheinlich vorgehen, um nochmal die Umgebung zu checken, bevor die wieder rausgehen. Ja, also du kannst dir auch hören, wie sie sich da rau mit ihren Stimmen unterhalten haben, wohl gerade dann den Bach ein weiteres Mal überquert und haben euch immer noch nicht gefunden. Wo auch immer sich die Paktiererin aufhält, von ihr keine Spur. Aber du bist dir auch sicher, dass du so eine Jägerin auch erst dann siehst, wenn es zu spät ist. Wie geht es weiter? Dann sollten wir jetzt Fallen bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Wollen wir jeder eine Falle bauen oder euch zusammentun? Ich bin nicht so gut im Fallen bauen. Also ich mach Löcher und dann machst du da Spieße rein. Ja, das klingt gut. Also mach mal da vorne ein Loch rein. Also hier. Und ich baue dann die Spieße. Genau. Ja. Okay, kommen wir kurz zu den Hausregeln bezüglich Fallen stellen. Ihr könnt Fallen stellen und dabei eure doppelten TAW ansammeln. Und zwar über eure TAP-Stern. Das heißt, ihr würfelt ganz normal die Fallenstellenproben. Ihr könnt auch fremde Fallen modifizieren oder verbessern, solange sie unter eurem einfachen THW liegen. Das ist zurzeit noch nicht der Fall, weil es noch keine Fallen gibt. Die angesammelten THW-Sterne können dann gegen die TP gerechnet werden. Das heißt, sollte die Falle ausgelöst werden, dann machen sie einfach TP-Schaden. Kurze Frage dazu. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spezialisierung habe, ich ja zum Beispiel auf Fallgruben. Und Goggle-Moggle auf Speerfallen. Das heißt, ich würde im Prinzip eine Fallgrube vorbereiten und sie könnte die dann eben fachmännisch mit Speeren bestücken. Ja, würde für euch beide eine +2 auf die Probe geben. In dem Fall. Zudem könntet ihr auch noch anatomische Kenntnisse benutzen, wenn ihr dann speziell gegen Tiere handeln wolltet oder wenn ihr gegen Lederarbeiten oder gegen Rüstungsteile effektiv agieren wollt, dann könntet ihr auch da mit einer Lederarbeiten oder Grobschmiedeprobe die Falle weiter verbessern. Also und das kommt auf den Probe, Rüstungstyp an? Genau, könnt ihr spezialisieren gegen einen Rüstungstyp, Beispiel die Mordbrenner, die tragen Eisen, das ist ein vierer Rüstungsschutz und der würde natürlich dann auf die TP angerechnet werden. Wenn ihr als Grobschmied Punkte übrig habt, dann könnt ihr da die SP dann draus machen, beziehungsweise die Rüstungsschutz sind durchdringen. Jede Probe für die Falle dauert eine Stunde. Sprich, wenn Kasim und Ronga jetzt regenerieren, dann wären das 6 Stunden, also 6 Proben für jeden von euch. Goggle-Moggle, ich hab noch voll die gute Idee. Mhm. Du kannst doch diese Stinke-Eimer machen, ne? Ja. Wir könnten so einen Stinke-Eimer an ein Seil hängen und wenn dann einer vorbeiläuft, dann löst das Seil aus und knallt dem voll gegen die Rüstung, weil die tragen ja Eisen. Oder, Grogge, ich habe noch eine Idee. Ich kann doch auch diese Nebelbeutel machen. Ja, aber die Nebelbeutel sind besser zum Werfen. Ja, aber weißt du, wenn wir den in eine Grube reintun und dann läuft er immer wieder gegen die Speere. Das ist auch gar keine so doofe Idee. Dann
guck du erstmal, was du für die Stinkebeutel und sowas brauchst und dann mache ich mit dem Menschen hier zusammen erstmal die Fallgruben und dann können wir die später noch mit deinen Speeren verbessern. Was hältst du davon? Ja, das finde ich gut. Ich habe schon viel zu lange keine Stinke-Sachen mehr gemacht. Du kannst auch ein bisschen Kacker von Born nehmen. Ja. Ja, Gorgelmorgel zieht ab, um sich mit ihren, ja, archaischen Laborgerätschaften aus dem Streitwagen einzudecken und Stinktöpfchen und Schwadenbeutel herzustellen. Du möchtest also profane Alchemie benutzen? Mhm. Dann gucken wir mal in das WDA oder du sagst mir, was du dafür brauchst, um Schwadenbeutel und Stinktöpfchen zu bauen. Mhm. Schwadenbeutel. Das ist nicht besonders viel, das ich für brauche. Ich muss Tannenzapfen verkohlen. Eigentlich kommt da noch Raumenpulver rein, das ist aber nur für die Haltbarkeit. Das ist also nicht so wirklich nützlich. Dann brauchen wir schwefliges Wasser und Tierdärme. Ja, also ich glaube, du kannst dann improvisieren und verschiedene andere stinkige Sachen da reintun. Solltest sicherlich genug finden. Immerhin habt ihr zwei Schweine dabei. Genau, und bei Stinktöpfchen ist es im Prinzip das Gleiche, nur dass man hier möglichst viele stinkende Substanzen zusammenmischt und wenn man es eben haltbar machen möchte, dann mit Alraunenpulver. Ja, wie gesagt, ja, das soll ja in den nächsten paar Stunden benutzt werden. Also. Genau. Gut, dann gib mir doch mal eine Alchemieprobe und zwar würde ich sagen, eine Stunde für jeweils ein Töpfchen. Mhm. Also zwei Stunden müsstest du jetzt für die beiden Sachen aufwenden. Vielleicht kriegst du auch mehrere Portionen raus oder so, aber die Herstellung der Edukte dauert auf alle Fälle erstmal. Gut, ich möchte auf jede Probe 3 ASP draufsetzen mit meinem Meisterhandwerk. Das heißt, ich würde dann 6 zusätzliche Punkte bekommen. Mhm, okay. Muss ich gerade mal eintragen, einen Moment. So, Alchemie aus dem Handgelenk. Pyrophor ist es nicht, Schattenkreide, Schwadenbeutel, ne? Mhm, Schwadenbeutel. Die Brauprobe ist nicht erschwert. Nee. Nicht? Ah, nee, ich habe jetzt gerade bei Stinktöpfchen. Ach so, ja, okay, ich bin gerade daneben. Nee, dann machen wir erst den Schwadenbeutel, der ist dann +4. Genau. Und was ist die +1? Das ist die Analyseprobe. Die Analyse, das brauchst du nicht. Du weißt, dass es stinkt. Eben, also da gibt es halt eh keine Qualitätsstufen. Richtig, genau. Qualitätsstufen wären dann von A bis F, aber das ist hier bei der Chemie aus dem Handgelenk eh nicht. So, Probe für Schwadenbeutel. Spezialisierung Tränke brauen. Ist das ein Trank? Nee, aber damit kann ich halt Alchemie machen, wenn ich Kochen verwende. Ah, ach so, das ist, du würfelst auf Kochen. Ah, das ist intelligent, okay. Genau. Ist das eine Ableitung oder? Das ist eine offizielle Spezialisierung. Also du, ja, das kann man machen. Du brauchst keine Ableitung +10, sondern kannst das einfach so machen? Alles, was mit bis zur Hexenküche herstellbar ist, kannst du mit Tränke kochen machen. Alles, was drüber geht, müsste schon über Alchemie laufen. Genau. Ah, okay, super. Oh, gut, dann ist das die Regel, die mir dazu fehlte. Und du kannst, ich glaube, mit 14 Punkten gebe ich dir 4 Stück. 4 Schwadenbeutel. Mhm. Dann kommt das Stinktöpfchen. Genau, das ist die Brauprobe +-0. Ja, Verbreitung 6, Merkmal, Probe +0, das ist sie. Mhm. Ja, leider nicht so gut, aber immerhin 7. Dann gebe ich dir 2. 2 Stinktöpfchen, 4 Schwadenbeutel. Das dauert 2 Stunden. Währenddessen können Perjin und Groggel ihre eigenen Fallenstellen probwürfeln. Wollt ihr 2 Fallen bauen oder eine? Eine und hier, ich würde halt für die Falle schon mal die Speere vorbereiten. Mit Holzbearbeitung. Du möchtest also mit Holzbearbeitung Pfeile anschnitzen? Ja, gut. Die kannst du dann natürlich nicht verschießen im Köcher. Das reicht dann nicht, aber für so eine Fallgrube einfach mal anhacken. Okay,
Dann kannst du später die Hälfte von deinen 7 Punkten auf die Fallenstellenproben anrechnen. Das heißt, du gibst dann dem nächsten, wer auch immer sie haben möchte, 7 halbe sind 8, sind 4. Die Falle von Groggel verfügt aktuell über 10 TP. Das war die erste Stunde für euch beide. Dann ja, jetzt habe ich ja das, also die Grundgrube steht ja jetzt. Und dann würde ich gerne auf der, weil den Rest würde dann ja Goggelmoggel machen, mit den Sperren und so weiter, die da richtig drin anbringen. Und ich würde dann gerne hier drüben die da noch einem. Gut. Möchte Perjin eine weitere Probe über Holzbearbeitung machen? Ja, das würde ich gerne, dass die dann auch weiter gespickt wird. Holzbearbeitung. Dann kannst du demnächst nochmal, einmal gibst du 4 Punkte, einmal gibst du 2, ich schreibe mir das gerade auf. Und die zweite Falle hat 4 TP. Die kann also weiter verbessert werden, die kann weiter übernommen werden. Das waren 2 Stunden für euch alle. Dann trifft Goggelmoggel wieder auf euch und ist fertig mit den Stinktöpfchen. Guck mal. 2-mal Stinke, 4-mal Nebel. Goggelmoggel, ich habe neben den Fallen dir kleine Häufchen mit Sperren hingestellt. Solche Häufchen. Ja, danke. Da ist eine Falle. Die soll ich jetzt fertig machen, Groggel? Genau. Der Modifikator war plus 2, ne? Du kannst einmal eine minus 4 und einmal eine minus 2 dir nehmen. Das ist beliebig, auf welche du nehmen möchtest. Dann werde ich die bessere nur mit der minus 2 versehen. Mhm. Die 10er TP. Mhm. Wie hoch ist dein THW? Im Fallenstellen? Ja. 10. Dann kannst du sie gerade so noch übernehmen. Okay. Kannst du ja bis zu THW übernehmen. Und ja, die sieht doch gut aus. Bekommst noch einmal 10 obendrauf, dann macht diese Falle 20 Stück. Und dann die zweite mit minus 4. Oh, naja. Dann ist die bei 6 DP. Und was wollen die anderen da machen? Also das ist jetzt halt die eine Stunde, die Goggelmoggel benutzt. Die anderen können ja weiter fallen. Also ich würde gerne noch so eine Stinktopffalle machen. Mhm. Sprich, ich nehme ein Seil. Irgendwie ein dünnes Seil oder so werden wir ja wohl haben. Und so eine Art, irgendeiner läuft durch und dann fällt ihm halt so ein Stinktopf vor die Brust. Okay. Also ja, Fallstellenprobe. Mechanik ist es, ja. Ist es nicht. Konntest du mal Mechanik als Hilfe benutzen? Sowas habe ich, glaube ich, nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich guck mal. Nee, wer Klugheit 8 hat, der hat auch keine Mechanik. Naja, guck mal war. Uiuiui, das ist, verstehe ich nicht. Das ist dann die, nennen wir sie auch so, Stinktopf-Falle. Die macht aber. Die macht keinen aber, Schaden, sondern haut ihm halt nur den Stinktopf vor die Brust. Genau, dann sind das 10 TP, dann sind das 10 Ausdauer, 10 TPA, genau. 10 TPA, die er bekommt, also 5 echte. Und die Auswirkung vom Stinktöpfchen. Das andere hier ist eine Speerfalle. Und das andere ist mittlerweile auch eine Speerfalle. Frosty, du hattest noch gesagt, dass wir die Proben bzw. die Fallen verbessern können gegen Rüstungstypen. Genau, also du kannst jetzt auch dafür sorgen, wenn du Grobschmied hast oder Lederarbeiten, dann kannst du aus den TP kannst du dann SP machen oder eben ganz generell die Rüstung durchstechen, wenn du mir Lederarbeiten oder Grobschmied würfelst. Mhm. Kann ich eine Falle mit beiden versehen, also dass sie sowohl gegen Leder als auch gegen Metall geht? Meinetwegen ja. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal Falle 1. Ja, 3 THP.
Ja, dann würde ich da den Rüstungsschutz minus 3 RS ansetzen. Und die Lederarbeitenprobe für Falle 1? 6 habe ich übrig. Gut. Beziehungsweise minus 6 gegen Leder, aber ich glaube 4er Leder ist das Maximum. Ja. 6 RS. Genau, Falle 2, Grobschmied. Sind 2 und Leder? 8. Minus 8 RS. Was tut Pergi? Ich würde weiterhin noch ein paar Speere bauen, dass, da ich davon ausgehe, dass wir noch ein, zwei Speerfallen benötigen werden. Ja, eure zweite Falle ist zurzeit nur mit 6 TP ausgestattet. Die kann jeder von euch noch weiter übernehmen und jeder noch weiter modifizieren. Ne? Also da ist ja noch viel Luft. Dann würde ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Dingsfalle hier dauert. Ja, auch eine Stunde. Okay, dann würde ich, noch eine Stunde auf die hier verwenden. Ja. Und ich würde dann noch weiter Speere bauen. Gab das? Ja, so. Ja, dann kannst du nochmal minus 3 von Pergin anrechnen. Aua. Dann geben wir 6 plus 13 sind 19. Ich muss gerade gucken, dein THW ist auch noch gut. Das heißt, die 19 kannst du auch noch auf der Welle übernehmen. Gut. Und ich würde dann wieder eine Stunde dafür aufwenden, ja, um weiter Sperre zu machen. Genau, im Prinzip, ich glaube, 2 Stunden oder sowas hättet ihr noch. Goggle-Moggle ist ausgelastet, aber Groggle könnte wohl noch eine bauen. Die Frage ist jetzt, die sind aber soweit schon abgetarnt, halt mit dem Fallenstellen. Ja, genau, auch, ne? Genau, da ist jetzt alles mit drin. Also die wird dann, also Sinneschärfe plus 19 oder sowas würde ich dann würfeln. Groggle? Ja? Wollen wir auch noch falsche Fährten legen? Das ist eine gute Idee. Dass die denken, wir sind nicht dort lang oder wir sind dort lang gegangen, um denn die über die Falle zu locken. Oh, und dann locken wir den in eine Bärenhöhle. Wir haben hier eine Bärenhöhle? Ich weiß nicht, ich schnupper mal. Ich habe meinen Dings da gar nicht eingerechnet. Ja, also wir hatten ja schon gewürfelt, es gibt kein Jagdrevier von wilden Tieren, von größeren Raubtieren, sprich keine Bären, keine Raubkatzen, kein Oger. Irgendwas Gemeines? Irgendwie ein Dorngestrüpp, das irgendwie in der Grube ist oder so? Oder eine Klippe? Ja, doch, da Dornen, dann will ich aber keine Sinneschärfe, dann will ich eine Pflanzenkundeprobe haben. Alles klar. So. Ja, dann einfach so ein ekelhafter Dornstrauch. Da kann man dann so eine kleine Lichtung oder sowas runterstürzen. Meinetwegen irgendwie hier. Wenn man das irgendwie ordentlich macht, dann fällt er da sicherlich in Dornensträucher oder so. Oh, kannst du das nochmal anzeigen, bitte? Ja, weiß nicht. Hier hatte ich eben gedacht, da fällt man dann runter. Oder ich glaube, hier ist besser. Dass, wenn die Spuren irgendwie so gelegt werden, dass sie da durch müssen, oder dann vorbei und ja, weiß ich nicht. Müsste man sich dann irgendwie überlegen, aber Dornsträucher würdet ihr finden. Und könnte man den Dornbusch denn auch noch mit ein paar Sperren bespicken? Dann würde es ja vielleicht noch ein bisschen mehr Aua machen. Ja, also das ist jetzt ja keine Falle mehr, sondern es ist ja nur, dass ihr die Fährten offensichtlich dorthin legt. Ah, okay. Ansonsten wäre das nochmal eine ganz eigene Falle. Was meint ihr, sollen wir einen Schwadenbeutel dort platzieren, dass die da drauf fallen und dann sind die da in dem Schwadengestrüpp? Das könnten wir tun. Dann mache ich das mal. Und ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde, was uns nützlich ist. Also ich würde einfach mal in der Umgebung spähen, ob ich hier irgendwen finde, der uns helfen könnte. Jemanden finden, der euch helfen kann? Ja, also einfach mal die Umgebung absuchen nach potenziellen Verbündeten. Tja. Sinneschärfe Sicht?
Ich kann es auch über Gehör laufen lassen. Ich habe ja gute Ohren. Ich meine, wenn hier jemand rumläuft, der nicht wie einer der Mordbrenner klingt, ist das erstmal ein potenzieller Verbündeter. Mhm. Nee, gib mir mal eine Sicht. Okay. Nee, findest nichts. Ihr seid zurzeit noch alleine. Aber was du wohl erkennen kannst, ist, 6 Stunden sind grob vergangen. Mittlerweile kannst du sehen, dass sich Spuren aus eurem Lager entfernt haben. Aus unserem Lager? Mhm, aus eurer Höhle. Neue Spuren, die du noch nicht verwischt hast. Kann ich denn zuordnen, wem die gehören? Sidon. Der Ritter ist weg. Glaube ich. Wieso? Ich würde sofort in die Höhle reinrennen.